Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video machen wir mal die Insta-Affen-Schimpansen-Challenge. Das klingt jetzt erstmal komisch und passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Denn einmal, wie es der Name schon sagt, ein Affe, den du instant raushauen kannst, ein Insta-Affe. Und einmal ein Spielmodus, wo Insta-Affen deaktiviert sind. Und da ist die Frage, wie passt das jetzt zusammen? Aber ich kann euch das sagen, und zwar ganz leicht, und zwar mit der Kreditkarte zusammen funktioniert das, denn es gibt ja die Stufe 4 Insta-Affen-Pakete. Und wenn ich mir das jetzt kaufe, dann bekommen wir 10 Stufe 4 Affen. Und das ist, was wir heute machen. Wir werden heute versuchen, eine Schimpansen-Map zu schaffen. Und ich darf nur die Affen raushauen und skillen, die wir aus diesem Insta-Paket bekommen. Das finde ich als Idee sogar so gut. Das machen wir vielleicht auf allen Schwierigkeitsgraden, dass wir auf jeden Schwierigkeitsgrad das einmal machen, weil das kann man immer wieder machen, du kriegst ja immer was anderes. Und ja, wir können dann quasi aus 10 Affen auswählen, welche wir davon benutzen. Stufe 5 darf ich übrigens auch skillen. Okay, hol das Paket. Boom. Okay. Alter, was habe ich ein Glück. Was habe ich ein Glück. Und jetzt mal ganz ehrlich, steht da unten mal 3? Habe ich dreimal denselben Insta-Affen gekriegt? Geht das überhaupt? Weil das wäre insane. Überhaupt den schon zu haben, ist doch schon ein Sieg. Der Alchemist ist so stark. Ich habe den noch nicht dreimal. Du kannst doch nicht denselben Affen dreimal kriegen. Wir machen weiter. Hubschrauber. 204 ist Schrott. Den werde ich gar nicht raushauen. Ist auch Schrott. Kann ich nämlich nicht. Also ist nicht Schrott. Aber ich kann keine Plantagen raushauen. Weil es gibt kein Einkommen im Schimpansenmodus. Der ist schon mal weg. Der hingegen ist sehr, sehr nice. Das hingegen ist auch sehr, sehr nice. Das nehmen wir auch. Batman ist auch eine feine Sache. Wird schwer, den zu beschwören. Aber ich nehme den mal mit. So, zack. Druide. Darf ich einmal raushauen. Ist jetzt nicht verkehrt. Von Anfang wahrscheinlich nicht schlecht. Der Druide ist auch nicht schlecht. Zwei Druiden könnte ich raushauen. Okay, und das war's. Also wir haben wirklich dreimal denselben Affen gekriegt. Wir machen das auf dem Ressort. Okay. Schimpansen-Modus, let's go. Ich glaube, was uns Probleme machen wird, das werden definitiv die DDTs sein. Ich sag mal, der Nachteil ist, dass wir dreimal den Alchemisten gekriegt haben. Das ist einfach unverhältnismäßig. Der Vorteil ist ja, wir können Alchemisten raushauen mit der oberen Skillung, wo der ja am krassesten ist. Also im Grunde ein krasser Insta-Affe. Und der Druide an sich auch nicht schlecht. Mit der Waldgeist-Skillung mache ich aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich sollte viel dran setzen, sehr schnell den Hubschrauber rauszukriegen. Ich habe den ja zweimal. Die untere Skillung sollte ich nicht machen. Ist relativ schwach. Aber die obere Skillung, Apache-Wurfballschiff, sollte ich raushauen. Das Gute dabei ist ja auch, der hat keine Skillung gehabt, als ich den gezogen habe. Also keine sekundäre Skillung. Das heißt, kann den in der Mitte skillen und dann kann der dadurch auch Thermalons angreifen. Ja gut, und da muss ich natürlich mir auch noch überlegen, wie kriege ich Runde 100 kaputt. Aber das sollte wahrscheinlich das kleinste Problem sein. Ich denke, das größte Problem ist Runde 99. Wenn die gepanzerten DDTs kommen, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig kacke. Runde 80 bis 90 macht man, glaube ich, auch noch so 30.000, 40.000. Also da haben wir noch ein bisschen was. Ach, 3.000 nur. Ich mach's mal. Aber den kriegen wir jetzt so oder so und macht nichts. Boom. Okay. Gut. Ich meine, es kann auch sein, dass am Ende noch ein bisschen Schaden fehlt. In Runde 98 zum Beispiel kommt hier auch eine ganze Menge. Kann sein, dass ich noch ein bisschen mehr Damage-Dealer raushauen muss. Aber eigentlich vertraue ich Saouda da schon recht blind. Weil Saouda ist schon sehr, sehr heftig. Oh, die sind so weit gekommen. Wenn ich Game Over gehe, muss ich nochmal von ganz vorne anfangen. Ich bin nicht im Challenge-Editor. Ich habe mir da kein Sicherheitsnetz gegeben. Oh, das ist gar nicht gut. Die kommen viel zu weit. Oh, der macht ja echt keinen Schaden gegen die, ne? Muss man auch mal so sehen. 90, 100. Egal, egal. Die 100 Schaden können am Ende den Unterschied ausmachen. So dumm das klingt. Das war's. Geschafft. Ja, ja. Jetzt kommen die gepanzerten DDTs, wofür ich mir nochmal alles aufsparen wollte. Machen wir nochmal so und so. Sprung. Greif an, Saouda. Kill. Einer down. Zwei down, glaube ich. Das ist nicht gut. So, wir rutschen einmal durch. Saouda, kill. Geht der down? Das ist so knapp. Ich habe jetzt 34 Minuten aufgenommen. Und ich bin in Runde 99 Game Over gegangen. Einfach gewartet, bis wir einen schwarzen Champion haben. Zack, wir haben ihn am Start. Ich könnte ihn ja sogar umtransportieren, dass der da oben steht. Ne? Würde das mehr Sinn machen? Das war schneller. Ja, gegen Zombs sind wir ein bisschen schwach.
Da schwächen wir ein bisschen, aber gegen sonst alles. Runde 93. Komm her. Gepanzerte. Na, die DDTs gehen so schnell down. Das ist nicht das Problem. Panzerte DDTs dann ja auch nicht. Also Runde 95 ist nicht mehr ein Problem. Runde 99 ist nicht mehr ein Problem. Runde 98 wäre dann wahrscheinlich jetzt das neue Problem, wo ich mir Gedanken machen muss. Das ging tatsächlich deutlich entspannter als davor am Lauf. Es reicht nicht ganz, den Runde 98 zu verbessern. Es reicht nicht ganz. So, Sprung. War jetzt nicht ganz direkt am Anfang am Start. Ich hätte auch noch, Batman kann ich auch noch teleportieren. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ist immer noch auch eine relativ logische Methode, um was zu reißen. Okay. So, Sprung. Immer noch den Rutscher. Wir haben immer noch Möglichkeiten. Wir haben immer noch Sachen, die wir machen können. Mhm. Ich wäre bereit, Batman zu teleportieren. Zack. Ich habe eine Stunde aufgenommen und ich habe es zweimal nicht geschafft. Wenn man zu hart scheitert, darf man sich noch ein Paket holen. Sorry, dass ich mir noch mal ein Paket geholt habe. Was jetzt nicht besser ist, so der Eiswaffe hier, scheiße, hilft mir null weiter. Komm, gib mir einen Affen, der mir hilft. Affendorf ist gut. Affendorf mit 1-4-0, das reicht schon, ehrlich gesagt. Affennachrichtendienst unter Heli, zack, fertig, das reicht schon. U-Boot, nice, nehmen wir mit. Reißnagelwerfer ist okay, ist jetzt nicht ideal, aber ist okay. Nochmal ein Affendorf, nehmen wir mit. Bombenturm, nehmen wir mit. Nochmal das Ding, okay, nehmen wir mit. Affenflieger, alles nehmen wir mit. Boom. Freibeuteaffe nehmen wir mit. Boom, brauchen wir nicht, sinnlos. Der ist auch sinnlos, nehmen wir mit. Boom. Und das war's. Gib den Hubschrauber einen Affennachrichtendienst und der kriegt das meiste wirklich alleine hin. Das ist so ein unfassbarer Gamechanger für mich jetzt. Und das Affendorf boostet ja auch Saouda. Es ist nicht so, als ob die überhaupt nicht davon, da profitieren alle davon. Das ist so nice, Mann. Es wäre bestimmt gegangen, wenn ich Batman besser und so, aber ich bin halt Game Over gegangen, ist das Ding. Was will ich da machen? Ich fange nicht nochmal von vorne an, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser läuft, wenn ich ein, zwei Sachen verändere. Also, da geben wir lieber doppelt nochmal Geld aus. Und wir hatten jetzt ja auch nicht übertriebenes Glück mit den Instaffen, die wir gekriegt haben. Das Affendorf war halt cool. Affendorf und Alchemisten zu kriegen, ist halt ein Sieg. Aber es fehlen mir halt tatsächlich so krasse Damage-Dealer, affenstechnisch. Das ist ein Problem, aber ist egal. Ist mir erstmal egal, ich kann meckern. Das wäre meckern auf hohem Niveau. Wir machen jetzt noch einen Alchemisten hin, so. Boom. Ich könnte den Druiden dahin platzieren. Das wäre in Ordnung. Aber ich glaube, ich will da nichts platzieren. Ich könnte die Kanone auch platzieren. Reißnagelwerfer ist natürlich... Die Reißnagelzone wird auch tatsächlich relativ stark. In Kombination mit dem Affennachrichtendienst. Denn ich könnte ja den Heli verbessern. Klar, so das ist safe, kann man sagen. Easy, macht man auf jeden Fall. Safe, check. Wobei, wurde der Heli in der Mitte geskillt oder wurde der nur oben geskillt? Weil jetzt wäre es für den Heli ja gar nicht schlecht, wenn ich ihn jetzt unten skill. Ich gucke jetzt extra nochmal nach, ich will keinen Mist machen. Der Heli war 4-0-0, ich kann ihn unten skillen. Ich habe das Gefühl, es wird ein Spaziergang. Ohne Witz. Ich habe das Gefühl, so wie wir das jetzt machen, wird das ein verdammter Spaziergang. In Runde 98 und 99 im Overgehen heißt halt, okay, du hast vorher so fast eine halbe Stunde Zeit rein investiert und bist dann gescheitert. Das ist halt frustrierend. Könnte der da oben... Könnte. Ich hau die verdammte Reißnagelzone raus. Ist ja erlaubt. Ich habe ja noch einen Affendorf gekriegt. Das war oben geskillt. Wie war die sekundäre Skillung da? Ne, war 4-0-0. Kann ich sogar unten machen. Patch Prime. So, dann gehen wir jetzt auf Affennachrichtendienst, dass wir das auch abhandeln. Dadurch ist er dann stark genug, um halt die DDTs quasi solo zu killen. Weil die erste war halt wirklich scheiße. Ich hätte sagen sollen, ja, okay, das war's, aber... Na gut, jetzt hat das Video hier 14 Euro gekostet und nicht 7. Oh Junge, davon werde ich mich nie wieder finanziell erholen. Also, das ist viel Geld. Ist jetzt nicht wenig Geld übrigens, 14 Euro. Um mal eben so ein Video rauszuhauen, ich weiß das schon. Aber, gibt da auch teureres im Leben, muss man auch so sehen. Gut, jetzt mache ich das, wie gesagt, wir skillen den oben. Und wir spannen jetzt auf Primärexpertise, weil das kann Schaden machen, das kann angreifen. Das ist der große Schaden, der uns vorher gefehlt hat. Und vor allem globale Reichweite ist hier auf der Map ganz gut. Aber ganz ehrlich, der Heli mit Affennachrichtendienst ist halt so krass. Der wird am Ende halt 1 Million, 1,2 Millionen Schaden machen. Okay, Primärexpertise, boom. Der kann jetzt angreifen, wie ihr seht. Der kann auch einen Trank jetzt vom Alchemisten kriegen. Wodurch der Alchemist ein bisschen was zu tun hat, aber die DDTs haben wir da jetzt einfach weggefetzt. Habt ihr es gesehen?
Nee, weil die so schnell gestorben sind. Konnte man gar nicht sehen. Reichsnagelzone. Mitte war zweimal so, so, so. Ja, die Reichweite bringt den nicht so übertrieben. Egal. So. Schnellgang machen wir noch. Der wird okay Schaden machen. Da ist gut dabei. Wir werden hier durchrennen. Ohne Witz, wir werden hier durchrennen. Ich hätte auch jetzt einen anderen Helden nehmen können. Quincy oder so, weil Saouda 40.000 Schaden gerade mal. Das ist ja noch ein Witz. Das ist befreiend, das jetzt so leicht zu machen. Ich muss nicht mal die Fähigkeiten aktivieren. Ich musste, glaube ich, in keiner Runde die Fähigkeit von Saouda aktivieren. Weil wir hier so durchrutschen. Mussten wir davor zittern, uns Taktiken überlegen. Guck mal, wie der Heli sich jetzt anstellt in Runde 98. Im Vergleich zu davor. Einfach viel solider. Ich mach's ohne Fähigkeit. Davor mussten wir die Fähigkeiten einsetzen, beide. Und es war noch knapp. Jetzt haben die es nicht mal bis zur Hälfte der Strecke geschafft. 4, 3, Counter im Arsch, 2, 1 und boom, Reißnagelzone, boom. Man könnte sagen, verbessert doch Saouda, warum? Brauchen wir nicht. Wir brauchen das doch alles nicht, Leute. Wir haben hier so starke Einheiten jetzt am Start. Wir fetzen Runde 98. Ich muss keine Fähigkeit aktivieren. Das ist so ein übertriebener Unterschied. Und das ist auch ein Beweis dafür. Du kannst mit 170.000 eine Menge anstellen. Wenn du aber das Richtige machst, ist das so viel leichter. Und es war jetzt nicht unbedingt schwer, das Richtige zu machen. Affen-Nachrichtendienst war halt der komplette Gamechanger. Wobei, war der nicht sogar auf noch eine Stufe darüber geskillt? Ja, der war 1-4-0. Also ich könnte ihn sogar, wenn es geht finanziell... Nee, geht nicht. Aber ich hätte ihn noch einen höher skillen können, tatsächlich. Aber geschenkt. Geschenkt. Bett geht down. Es ist so entspannt, Leute. Es fühlt sich an wie Urlaub. Ha, ist das schön. Ja, und das war die Insta-Affen-Schimpansen-Challenge. Hat viel zu lange gedauert. Na gut, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.